Ich bin schon sehr gespannt auf das Märchenschloss. Meinst du, wir sehen da Rapunzel und Dornröschen? Ich weiß es nicht, ich hoffe aber schon. Da ist das Schloss. Ein riesiges Schloss. Herzlich willkommen. Ist das etwa Aschenputtel? Die hat ja ein schönes Kleid. Ja. Vielen Dank und viel Spaß. Ist da etwa ein Restaurant? Ja. Oh, ich will nachher auch mal an einem so großen Tisch essen und auf einem goldenen Stuhl sitzen. Papa, essen wir dann nachher etwas? Ja, ich denke, das können wir machen. Aber eigentlich wolltet ihr doch die Prinzessin sehen, oder? Ja, klar. Schaut mal, ist das nicht Dornröschen? Ja, und der Prinz. Oh, sind die echt? Nein, das sind nur Figuren. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier einmal auf den Thron setzen und wie richtige Königinnen fühlen. Ja, gerne. Das sieht toll aus. Mach doch mal ein Foto, Nicole. Ihr seht super aus. Das gibt ein tolles Bild. Im ersten Stock oben, im Cinderella-Zimmer, könnt ihr euch sogar als Prinzessinnen verkleiden. Toll! Das will ich unbedingt machen. Das ist ja ein richtiges Traumschloss für unsere Mädels. Klar, hier würden sie wahrscheinlich sofort einziehen. Und das hier ist jetzt das Richtige für mich. Ein königlicher Schaukelstuhl. Da setze ich mich jetzt rein und warte, bis ihr euch das Schloss angeschaut habt. Nein, Papa, das geht nicht. Du musst mitkommen. Sonst hast du ja umsonst Eintritt bezahlt. Ah, das stimmt ja auch wieder. Oh, was ist denn hier? Das ist eine Küche. Nein, wir sind bei Schneewittchen. Das Schneewittchen liegt im Sarg. Ist das auch nur eine Figur? Ja, das ist nicht echt. Und die sieben Zwerge, schaut mal. Das arme Schneewittchen. Aber es sieht wirklich hübsch aus. Sollen wir jetzt vielleicht etwas essen gehen? Nein, Papa, wir müssen jetzt das Cinderella-Zimmer finden, wo man sich verkleiden kann. Ich glaube, hier ist es. Wow, schaut mir die schönen Schuhe. Und die vielen Kleider. Hallo zusammen, habt ihr Lust, euch zu verkleiden? Ja! Ich hätte gerne ein pinkes Kleid. Ich möchte ein rosa Kleid. Kein Problem, wir haben ganz viele. Da ist bestimmt etwas für euch dabei. Du könntest zum Beispiel dieses hier nehmen. Dort drüben ist eine Umkleide. Mama, kommst du mit rein? Ja, ich denke, ich muss dir sowieso helfen, das Kleid anzuziehen. Und du kannst dir hier ein Kleid aussuchen. Ich bin fertig. Aha, du siehst toll aus, Anna. Ganz fertig bist du noch nicht. Die Schuhe passen dir leider nicht. Aber du bekommst noch einen Glitzergürtel, eine Halskette und natürlich eine Krone. Jetzt schau dich mal im Spiegel an. Wow, ich gefalle mir. Das ist hübsch. Und schaut mich mal an. Wow, Lena, du glitzerst ja. Sehr schön, Lena. Das steht ja gut. Sie können sich auch noch gerne verkleiden. Dann machen wir ein tolles Familienfoto für Sie. Ich habe schon so Hunger. Ich würde jetzt lieber etwas essen gehen. Nein, bitte, Papa. Das wäre doch toll. Schaut mal, ich bin Rapunzel. Mama, hast du lange Haare? Ja, die sind wirklich extrem lang. Da muss ich ja aufpassen, dass ich nicht darüber stolper. Ich bin der König. Ich befehle, dass wir direkt nach dem Foto etwas essen gehen. Bitte lächeln. Super. Lecker. Das Essen schmeckt gut. Ja, mein Burger schmeckt auch. Schaut mal, da draußen gibt es ja noch ein Ariel-Karussell. Dürfen wir da fahren?
Delfin. Und ich auf den großen Delfin. Juhu! Und jetzt möchten wir uns gleich nochmal verkleiden. Und du, Papa, diesmal als Rapunzel. Oh je. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns sehr. Und wenn ihr noch eine andere Geschichte von Familie Hauser sehen wollt, dann habe ich hier drei zur Auswahl für euch. Die könnt ihr einfach anklicken und gleich weiterschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.